Dankeschön für die Einladung und wir hoffen natürlich auch, diese Besucher am heutigen Tag. Wir freuen uns, dass einige Leute hier sind und uns unterstützen und Programm machen. Und gerade Bürger Südstadt tut ja auch einen schönen Tierpark in dem Sinne. Haben wir das Tierparkfest, was jedes Jahr stattfindet im September. Und zwar geht es darum, eine Art ja, Stadtfestcharakter bei uns in den Tierpark zu bringen. Und wir haben hier einige Aussteller, einige tolle, zum Beispiel Kräuterstube, die eben Kräuter verkauft oder ein Imker oder verschiedene ja, Spielzeughersteller oder auch eben Holzbearbeiter aus Niesky. Und also das ist sozusagen die Händlerstrecke. Und dazu hat der Tierpark noch einige Aktionen. Und zwar haben wir Tierpräsentationen und Futterküchenführung. Man kann sich hier schminken lassen oder viele schöne rote Pandas basteln oder sich zum Beispiel mit unserem Panda-Maskottchen fotografieren lassen. Und als Highlight dieses Jahr haben wir einen Flohmarkt gestartet mit dem Thema rund ums Tier. Ich hatte gute Zeit mit meiner Mama und Papa. Sehr gut. Das hier, die ganzen Tiere sind Dzień dobry. Przychodzimy sobie rodzinnie spędzić fajnie czas w zoo w Görlitz. Jest tu wspaniała atmosfera i bardzo lubimy tutaj przychodzić. Heute sind wir Tierparkfest, das findet immer am zweiten Sonntag im September statt. Und da bieten wir neben unseren üblichen Tierpräsentationen auch noch eine Futterküchenführung statt, beziehungsweise mehrere Futterküchenführungen. Die Besucher können da hinter die Kulissen schauen. Wir zeigen unsere Kühlzellen und unsere Frostzellen, wo das Futter aufbewahrt wird, auch die Trockenlagerung und zeigen auch, wie das Futter zubereitet wird, welche Tiere welches Futter bekommen. Und die Besucher können selber einmal einschätzen, ob sie denn das Futter richtig zuordnen können, den Tieren, ob sie vielleicht richtig schätzen können, die Futtermengen oder auch, wie viel Zucker sich im Futter befindet. Das alles kann man nur zum Tierparkfest sehen, denn ansonsten ist die Futterküche natürlich für Besucher geschlossen. Jestem pierwszy raz tutaj w zoo i bardzo mi się podoba i zrobiłam sobie takie coś z drewna. Mam na imię? Mam na imię Julka Kasper.